In diesem Video versuche ich zu zeigen, warum eine gewisse Skepsis gegenüber der Impfstoff-Euphorie oder fast schon Hysterie kein Pessimismus ist, sondern gesunder Menschenverstand und warum zweitens die große Rotation, die jetzt scheinbar begonnen hat, nicht von Dauer sein wird, zumindest sehr wahrscheinlich nicht von Dauer sein wird. Aber schauen Sie einfach mal meine Argumente an. Die sind nicht pessimistisch. Immer wieder Kommentare, ja, der Vogtmann, immer so pessimistisch da mit diesem Impfstoff. Ich möchte nur an Remdesivir erinnern. Was haben wir da für Sprünge gesehen an den Märkten? Remdesivir, das ist das Heilmittel. Jetzt wird das in der Behandlung von Corona-Patienten zwar verwendet, aber es ist als Impfstoff überhaupt nie in der Diskussion gewesen eigentlich. Es hat das Problem nicht wirklich beseitigt. Also da hatten wir eine ähnliche Hysterie an den Märkten. Ich glaube, als diese Meldung zu Remdesivir kam, sind die Märkte, glaube ich, 5% gestiegen. Etwas Ähnliches haben wir ja am Montag gesehen und der Ausgang könnte ähnlich sein wie damals bei Remdesivir. Aber schauen wir uns zunächst mal an. Der Impfstoff ist fast da, so zum Beispiel die Deutsche Welt. Diese Aktien sind dann die großen Gewinner. Ist der Impfstoff wirklich fast schon da? Bis jetzt ist er nicht da. Vielleicht können wir uns darauf mal einigen. Wir haben jetzt eine erste Pressemitteilung gesehen von Pfizer. Da ist, und die schauen wir uns gleich mal an, da werden die Sachen eigentlich genau richtigerweise beschrieben mit sehr viel Konjunktiven. Könnte sein, möglicherweise ist vielleicht. Die Märkte haben aber das praktisch schon als Sicherheit genommen. 90% Abdeckung, super, damit ist das Problem erledigt. Nehmen wir mal an, alles geht gut, das Präparat kriegt die Genehmigung, das dürfte frühestens Anfang nächsten Jahres der Fall sein, also dass es wirklich dann auf den Markt geschmissen werden kann. Dann dürften sozusagen wirklich die ersten Massenimpfungen, wer sich da impfen will, dann ab Frühsommer passieren. Und Frühsommer ist ja eh eigentlich ein Zeitraum, wo das Problem sich dann von selbst erledigt. Erinnern wir uns an dieses Jahr, da hatten wir die Fälle im März, April. Ab Mai ging es dann praktisch deutlich nach unten langsam. Und im Sommer, im Hochsommer, hatten wir eigentlich praktisch kein Thema mehr mit dem Coronavirus. Mithin wird es also jetzt nicht verhindern, dass wir sozusagen wahrscheinlich bis in den Frühling hinein mit irgendwelchen Lockdown-Maßnahmen beschränkt etc. leben müssen. Es ist also kurzfristig zumindest schon mal kein Game Changer. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir haben keine Peer Review. Das, was sonst eigentlich üblich ist, man veröffentlicht als Unternehmen oder Wissenschaftler veröffentlichen Daten, dann gucken andere Fachwissenschaftler drauf und sagen, ja, das ist überzeugend, das ist nicht überzeugend, all das ist noch nicht passiert, wir wissen eigentlich nichts. Und schauen wir uns mal die Pfizer-Mitteilung an, dann sagt man hier, ja, potenziellerweise könnte vielleicht. Das ist der erste Schritt, aber ein kritischer, ein relevanter Schritt, sagte hier Pfizer. Also man relativiert die Dinge eigentlich und sagt das, was derzeit sagbar ist, nicht mehr und nicht weniger. Aber die Märkte haben ja gestern, respektive dann am Montag eingepreist, als wäre das schon Fakt, als wäre das alles sicher, als würde das so passieren. Das ist nicht der Fall. Wir haben diesen Impfstoff nicht. Ob er zugelassen wird, ist eine andere Frage. Erinnern wir uns an Remdesivir. Einfach um das nochmal in eine Relation zu setzen. Da hat es auch sozusagen diese Euphorie gegeben, aus der ist dann nichts geworden. Und schauen wir uns mal jetzt an, was zum Beispiel der CEO von Pfizer gemacht hat. Der hat gestern seine Pfizer-Aktien, nämlich 62% davon, hat er verkauft. Uiuiuiui, das ist natürlich grober Zufall. Da bringt man am Montag eine Pressemeldung und am Dienstagabend wird dann verkauft. Das ist ein ähnliches Vorgehen wie bei Moderna. Da haben die Chefs, die Leitungsebenen, dann auch eine schöne Pressemitteilung rausgegeben und am selben Tag dann noch ihre Aktien teilweise verkauft. Also hier hat man noch einen Anstandstag dazwischen gelassen. Wir sehen Pfizer heute auch im Minus, interessanterweise. Jedenfalls ist das natürlich schon mal ein etwas unschönes Bild. Wenn der CEO an die großartige Zukunft seiner Vakzin glaubt, dann könnte man annehmen, dann bleibt er noch ein bisschen sitzen und sagt, wow, uns gehört die Zukunft. Das ist großartig, da bleibe ich doch mal lieber in meinen Aktien. Jetzt haben wir dann heute, und das ist der Grund für den Optimismus heute, eine extrem optimistische Prognose bekommen von Goldman Sachs. Die sagen, ja, wir sind zurück in den Roaring Twenties, in den Roaring 20er, 1920er Jahren. Die haben ja auch super gut geendet, dann ab 29, gell? Jedenfalls sehen wir, dass hier also eine Projektion ist beim S&P 500 durch die Goldmänner, die hier steil nach oben geht. Jahresende dann 3700 Punkte beim S&P, dann Jahresende 2021 4300 und Jahresende 22
20, 4.600. Kann man machen. Aber das erfolgt jetzt in einer Phase des Marktes, wo wir sehen, dass 86% der Aktien im S&P 500 über ihrem 200-Tages-Durchschnitt handeln. Und wenn Sie sich diese Grafik hier mal anschauen, dann sehen wir, okay, das ist schon ein bisschen extrem. Das sind Extremwerte und solche Extremwerte halten nie lange an. Das heißt, wenn Sie sich hier die letzten Jahre und es sind die letzten 5, 6 Jahre, wenn Sie sich das mal anschauen, es hat nie lange gedauert, bis dieser Wert dann runterging. Und normalerweise ist das dann verbunden auch mit Marktkorrekturen. Man verkauft uns jetzt also seitens der Goldmänner in einer Situation, in der der Markt schon sehr, sehr angespannt ist, sozusagen noch eine optimistische Prognose, die uns wohl sagen soll, liebe Privatinvestoren, liebe Kleinfische, kommt rein, damit die Dickfische euch dann vielleicht eure Aktien verkaufen dürfen. Fragezeichen. Goldman hat so etwas schon öfter zu bestimmten Zeitpunkten gemacht. Ob absichtlich oder nicht absichtlich, kann ich nicht beurteilen. Und wir haben jetzt ein neues Allzeithoch in Sachen Marktkapitalisierung der weltweiten Aktienmärkte. 95 Billionen Dollar. Man könnte ja meinen, dass das Coronavirus praktisch die Wertigkeiten von Unternehmen massiv steigert, wenn wir solche Grafiken sehen. Also da muss was dran sein. Gut, dass wir das haben, das Coronavirus. Gell? Ohne das hätten wir ja die Notenbanken nicht so agieren sehen und die Staaten stimulieren sehen. Also das war natürlich ein Segen für diejenigen, die also hier ein paar mehr dieser Aktien besitzen. Die sind nämlich noch reicher geworden und das ist auch gerecht. Jetzt sehen wir aber, und dass wir dann diese massive Rotation haben. Und jetzt komme ich zu diesem Thema Rotation. Wird das dauerhaft sein? Also raus aus Tech, rein in Value. Und schauen wir uns zunächst mal an, wir hatten ja am Montag die größte Underperformance von FANG-Aktien in Relation zum Equal Weight Index S&P 500, also praktisch zum gleichgewichteten Index S&P 500, wo jede Aktie gleichgewichtet ist. Mit anderen Worten, alle sind in vermeintliche Value-Aktien reingegangen und rausgegangen aus den Wachstumsaktien, weil man sich sagte, okay, super, wir haben den Impfstoff, der ist ja schon sicher. Und dann werden also die Geschäftsmodelle jetzt wieder laufen, die vorher nicht gelaufen sind, Fluglinien etc., Touristik, all das, was sozusagen wirklich nicht gut performt hat. Jetzt schauen wir uns aber mal den heutigen Tag an. Und da sehen wir Small Caps, also das sind irgendwie überwiegend so kleinere Werte, meistens Value, fast durchgängig Value, minus 0,79% und der Nasdaq plus 1,56%. Man könnte also sagen, dass man jetzt mal wieder aus der Rotation rausrotiert in die nächste Rotation, um dann wahrscheinlich wieder zu rotieren und die ganze Zeit irgendwie linke Tasche, rechte Tasche. Jedenfalls sehen wir, dass das Spiel jetzt wieder anders läuft heute. Und wenn wir uns mal anschauen, wie es noch am 9. November war, also kurz bevor sozusagen da die Wir haben den Impfstoff-Meldung kam, dann sehen wir, dass praktisch hier Facebook, Amazon, Apple, Microsoft und Google ja so maßgeblich beigetragen hatten zur Performance des S&P 500 qua ihrer schieren Gewichtung. Und diese Gewichtung hat durch die Kursverluste eben dieser FANG-Aktien abgenommen von 25% auf jetzt nur noch 22%. Wird das dauerhaft sein? Das ist die große Frage. Wir wollen uns mal anschauen, was eigentlich diese Value-Aktien sind. Value-Aktien sind in der Regel Aktien, die ein, naja, konservatives Geschäftsmodell haben und die das Problem haben, dass selbst wenn das Coronavirus beseitigt ist, sie nicht ihre Umsätze und Gewinne einfach so potenzieren können. Sie haben also nicht diese Skalierbarkeit wie etwa Tech-Unternehmen. Da ist es praktisch, da kann ich mit 10 Mitarbeitern ja unendliche Umsätze und möglicherweise Gewinne generieren, wenn ich im Tech-Sektor bin, eine Internetseite betreibe, eine Plattform betreibe, die weltweit funktioniert. Da brauche ich nicht so wahnsinnig viele Leute. Wenn ich eine Fluglinie betreibe, dann brauche ich Bordpersonal, dann brauche ich eine Infrastruktur, dann brauche ich eine Logistik. Das ist sehr, sehr aufwendig. Die Margen sind schlechter. Mit anderen Worten, diese Value-Aktien sind überwiegend sehr, sehr stark verschuldet. Schauen Sie sich mal an, was jetzt passiert ist, als wir gestern und am Montag diese massiven Rallyes hatten, dann haben gestern zum Beispiel amerikanische Fluglinien flugs nochmal neue Aktien emittiert, haben also neue Schulden aufgenommen, haben Anleihen begeben, haben sich also praktisch nochmal Gelder besorgt in diese Euphorie, Hysterie hinein, oh, alle rein in Value.
Man hat das also genutzt, um seine Verschuldung nach oben zu fahren. Und hier sehen wir diese Verschuldung von amerikanischen Unternehmen jetzt im Stand zweites Quartal 2020 ist bei knapp über 11 Billionen Dollar massiv nach oben gegangen, dürfte jetzt im dritten Quartal noch weiter gestiegen sein. Was bedeutet das? Wenn ich jetzt ein Value-Unternehmen bin, in Anführungszeichen, und ich habe nicht skalierbare Umsätze, ich kann also nicht beliebig meine Gewinne und meine Umsätze steigern, wie das vielleicht eine Amazon konnte in den letzten Jahren. Gleichzeitig habe ich aber mehr Schulden, dann habe ich ein Problem. Selbst wenn mein Geschäftsmodell einigermaßen so funktioniert wie vor der Corona-Krise, und da ist ja auch noch ein Fragezeichen zu setzen. Und jetzt schauen wir uns auch mal an, was sozusagen der Anteil dieser Schulden in Relation zum Cashflow bedeutet. Und dann sehen wir, der ist immer stärker gestiegen. Das heißt, die Firmen müssen immer mehr ihres Cashflows investieren in die Bedienung von Schulden. Das erschwert Investitionen. Das ist sozusagen das, was letztendlich dazu führt, dass diese Unternehmen nicht wirklich eine glorreiche Zukunft haben, weil sie sich inzwischen so massiv verschuldet haben, dass sie immer mehr dessen, was sie da überhaupt noch einnehmen, in diese Rückzahlung der Verschuldung investieren müssen. Und das gilt auch praktisch auf größerer Ebene, wie wir gleich sehen werden. Aber schauen wir uns mal an die Small Businesses in den USA. Also in einem Land, das derzeit ja keinen Lockdown hat, anders als praktisch ganz Europa. Hier sehen wir, dass jetzt im November die Firmen deutlich pessimistischer geworden sind. 34% sagen inzwischen, ich weiß nicht, ob ich überlebe. 6% sagen, ich werde nicht überleben. Und ja, sagen nur noch 60%. Das war im November noch deutlich optimistischer. Das heißt, man sieht, da sinkt die Stimmung bereits wieder, da ist die Zukunftserwartung deutlich negativer geworden. Kommen wir jetzt aber nochmal zur Verschuldungssituation, und zwar auf staatlicher Ebene, und gucken wir mal auf das vermeintlich solide Deutschland. Dann sehen wir hier, dass wir jetzt praktisch derzeit oder sagen wir mal hier im Sommer 2020 nach dem ersten Lockdown hatten wir eine Verschuldung, wenn wir jetzt mal die ganzen Pensionsverpflichtungen mit einrechnet, also die implizite und explizite Verschuldung berücksichtigt, haben wir 345% des BIPs gehabt. Dann haben wir aktuell, nach aktuellem Stand, 357% des BIPs an Verschuldung. Und wenn wir aus dem zweiten Lockdown, der jetzt läuft, rauskommen werden, dann haben wir knapp über 400% implizite und explizite Verschuldung. Das ist eine horrende Situation, muss man sagen. Ähnliches in den USA, sogar noch krasser teilweise. Hier sehen wir mal praktisch das Defizit, das die Amerikaner machen. Das dürfte so bei 16-17% in diesem Jahr liegen in Relation zum BIP. Maastricht-Kriterien sind minus 3%. Gott hab sie selig, diese Kriterien. Jedenfalls sehen wir, dass das auch in China der Fall ist. Wir hatten in China im Jahr 2016 eine Verschuldung von 252% des BIPs. 2019 waren es 279% des BIPs, und alleine in 2020 werden nochmal 34-35% hinzugefügt. Dann sind wir also schon locker über der 300% Marke. Also auch der Musterschüler China ist massiv, massiv verschuldet, vor allem durch seine Staatsunternehmen. Fragt sich ja, okay, irgendwann müssen halt diese Schulden bedient werden. Wenn diese Schulden bedient werden müssen, dann können die nicht anderweitig investiert werden, um neues Wachstum zu generieren. Oder zweite Alternative, die Schulden werden nicht zurückgezahlt, dann müssen aber die Gläubiger dran glauben, auch nicht die beste Alternative. Also das ist jetzt nicht das Optimalszenario, vor dem wir stehen, und vor allem diese verschuldeten Unternehmen, nicht nur in China, sondern in der westlichen Welt, die werden ein riesiges Problem haben. Da züchten wir also Zombies heran. Und vor allem die Amerikaner züchten Zombies heran. Und jetzt noch abschließend zu der aktuellen Lage in Sachen USA. Hier hat ja der Texas-Gouverneur Dan Patrick 1 Million Dollar ausgerufen, um sozusagen Voter Fraud aufzudecken. Und der scheint so massiv zu sein, dass man da praktisch 1 Million Dollar bieten kann, weil die Beweise ja so überwältigend sind. Also es ist bisher noch nicht gelungen, und das sage ich jetzt ganz neutral, ohne irgendwen zu bashen, es ist bisher noch nicht gelungen, wirklich einen systematischen größeren Betrug in irgendeiner Form nachzuweisen. Klar wird es einzelne Betrügereien gegeben haben, aber wie großflächig sind die, da gibt es bisher noch keinen Hinweis. Das sei
bei aller Neutralität einfach mal gesagt ist und dass die Situation sich weiter hinzieht. Jetzt wird in Georgia neu ausgezählt, händisch ausgezählt. Das heißt, wir sehen in der Supermacht nach wie vor die dritte Welt Zustände. Man kriegt nicht mal eine Wahl richtig gebacken. Das ist ein absolutes Armutszeugnis für die Supermacht USA, die ohnehin wie der Westen insgesamt in einem latenten Abstiegsprozess ist. Da wird auch ein Impfstoff nichts dran ändern. Und jetzt Ihnen einen wunderbaren Feierabend. Ich sage Servus und ciao.